Hallihallo, heute ist es wieder soweit, sensationell. Ich stelle wieder eine Gitarre vor, eine Gitarren-Review aus der Serie Meine schönsten Gitarren. Hier heute eine Harley Benton von der Firma Thomann, also die Hausmarke der Firma Thomann. Eine Gretsch-Kopie, amerikanische Gitarrenmarke Gretsch, ne? Schon klar. Aber wirklich sehr gelungen, jetzt nicht was die Optik betrifft, weil die Kopfplatte der Gretsch, die sieht ganz anders aus, aber was die Qualität betrifft und so, da kann die echt also gut mithalten, sage ich mal. Bixby Tremolo wird manchmal ein bisschen kritisiert, also die Kopie eines Original gibt es Bixby Tremolos wird manchmal kritisiert, weil wenn man den Vibrato-Hebel ekstatisch bewegt, dann verstimmt die sich und die Bridge bewegt sich hin und her. Aber für mehr als, sagen wir mal, so Rockabilly-Geschichten ist das Ganze auch nicht gedacht. Leichtes Gezittere. Kopfplatte wunderschön mit Binding. Leider nicht so schön der Schriftsatz. Also der sieht wirklich billig aus. Und da bin ich nicht der Einzige, der das so empfindet. Hier die Einlagen, diese Inlays, wahrscheinlich aus Kunststoff, ne? Aber trotzdem ganz nett. Schönes Binding, also die Halseinfassung, die Korpuseinfassung auch hier. Mit so einem bunten Kunststoff oder sowas, ne? Binding, eingeleimter Hals. Also für den Preis, die Gitarre hat keine 300 Euro gekostet. Ich finde es wirklich sensationell. Noch keine Strap-Locks dran. Die Elektronik hier muss man vielleicht sich mit beschäftigen, wenn man das genau verstehen will. Aber eigentlich ganz... ganz durchdacht. Also wir haben hier für den Bridge Pickup hier Lautstärkekontrolle, für den Neck Pickup haben wir hier die Lautstärkekontrolle, dann für alles zusammen eine Tonregelung. So, und jetzt das Besondere an dieser Gretsch Kopie: Wenn man jetzt zum Beispiel beide Pickups eingeschaltet hat und beim hinteren Pickup die Lautstärke etwas zurücknimmt, dann kann man natürlich ganz feine Klangvarianten erzeugen, ne, erzeugen und kann dann da mit diesem Knopf hier als Master Volume sozusagen diese Kombination insgesamt leiser machen. Okay. Die beiden Pickups, na, alles aufdrehen hier, die beiden Pickups. Fender Dual Showman aus den 70er Jahren aufgebaut für euch. Der hat nämlich ein Tremolo-Effekt. Hört ihr? Achtung! Ohne Tremolo. Mit Tremolo. Wunderbar.
hinteren Pickup eingeschaltet und ein bisschen Rockabilly. Unterricht gegeben, keine Inspiration mehr für euch, jetzt da eine Hochleistung zu vollbringen. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir und vielleicht habt ihr ein bisschen Spaß und bringt euch dieses Video ein paar Informationen. Big Tone, Orange, Gretsch-Kopie.